Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei mir und diesmal bei Spielen, die mich faszinieren. Also wieder eine kleine Talkrunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Tja, Spiele, die mich faszinieren. Ich habe eigentlich schon immer mit Spielen in irgendeiner Weise zu tun gehabt. Also eine Zeit lang war das sehr, sehr selten. Da habe ich mich dann nicht so drum gekümmert. Da war mir anderes wichtiger. Aber als Kind und auch jetzt wieder seit, ja, doch einigen Jahren, kann ich mich wieder mit Spielen beschäftigen und befassen und tue das auch relativ enthusiastisch, weil ich einfach möchte, dass andere Blinde, also Nichtsehende in dem Fall, diese Spiele spielen können. Natürlich mich eingeschlossen. Ich habe ja auch Spaß dran. Ne? Und wenn es dann auch noch richtig schöne Spiele sind, dass man dann auch wenigstens das zusammen beispielsweise mit anderen, mit Freunden, die sehen können, genießen kann. Das wäre wirklich toll. Wenn es da schon was gibt und ich weiß es nicht, dann sagt's mir. Kein Problem. Die Kontaktmöglichkeiten stehen unten im Video. Ja, Spiele, die mich faszinieren. Da gibt es als allererstes BioShock. Und zwar die gesamte Reihe 1 bis 3. Es soll ja jetzt dann irgendwie demnächst, habe ich mal Leuten hören, ein vierter Teil kommen. Aber BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite mit seinen DLCs sind für mich tatsächlich der Wahnsinn. Eine geniale Geschichte. Gut, über die Grafik kann ich nichts sagen. Da weiß ich nicht, was da so läuft. Aber den Reaktionen derjenigen, die ich beim Spielen sozusagen beobachtet habe, Klammer auf Let's Plays, Klammer zu, da kann ich sagen, scheint es auch absolut genial gewesen zu sein. Für mich waren die ganzen Atmosphären, die sie da geschaffen haben, allein schon im Jahr 2007 oder 2008, da kam ja BioShock raus, der erste Teil. Selbst da hat mich, in diesem ersten Teil hat mich das gefesselt, wie sie da die Geräusche hinbekommen haben und diese ganze Atmosphäre, mal von manchen Soundaussetzern abgesehen, aber es war schon genial, dazu zu hören, wie das bei BioShock so vonstatten geht und wie man da rumrennt, was man alles machen muss, um beispielsweise Automaten zu hacken oder ja, keine Ahnung, was man alles so wie heißt das da in diesem, ein Tonbandgerät, genau, was man da für Tonbandgeräte hört, also nicht die Geräte natürlich, sondern die Tonbänder an sich, natürlich, aber da stehen ja überall diese Audiologs, diese Audiotagebücher stehen ja überall rum irgendwie und das fand ich wahnsinnig genial, also das fand ich super nice. Ich habe auch tatsächlich momentan angefangen, dieses BioShock-Buch zu lesen, aus dem Jahr 2011 kam das ja raus und da ist ja die Vorgeschichte von Rapture, dem Ort, an dem BioShock spielt, so ein bisschen beleuchtet. Was heißt denn ein bisschen? Ziemlich gut beleuchtet sogar. Also das, wo, also diese ganze Sache, wo BioShock 1 spielt, also nee, bis hin zu dem Teil, wo dann BioShock 1 spielt. Ich glaube, das geht bis 1960 oder sowas. Ich habe es noch nicht durch. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es erst weiterlesen. Ich bin aber sehr gespannt, wie das Buch ausgeht. Bin gespannt, was da so noch passiert. Was da so für Ideale eigentlich als Ziel gesteckt waren und was dann aber nicht erreicht wurde, weil man einfach zu radikal war. Irgendwie, keine Ahnung. Andrew Ryan ist natürlich der Allergrößte. Er hat so einen kleinen, also einen kleinen Hau weg, würde ich jetzt mal sagen. Der Charakter Andrew Ryan ist ja derjenige, der Rapture in dem Fall erbaut hat. Und muss ich gerade mal hören, ob es hier, weil ich habe so Kopfhörer, da merkt man nicht sofort, ob es hier regnet. Und ich habe ja eine Dachbude und sonst regnet das hier rein. Das wollen wir ja nicht. Ja, also Andrew Ryan ist ja derjenige, der Rapture erbaut hat. Das ist ein Milliardär fast schon. Und der hat eben den Traum einer freien Gesellschaft, die sich keinen Zwängen unterwerfen muss, wo jeder das tun kann, was er will, wo jeder
seine Beschäftigung, seine Wirtschaft aufbauen kann, wie er will, also seinen Teil zur Wirtschaft beitragen, sprich irgendwie ein Geschäft aufmachen, einen Betrieb, der irgendwas herstellt, was auch immer. Und diese Idee fand ich schon irgendwie sehr interessant. Und es sollte halt keine Zwänge geben. Leider Gottes ist das halt ein bisschen ausgeartet. Aber mehr verrate ich gar nicht von dem Spiel. Wenn, dann müsst ihr euch das einfach mal angucken, beziehungsweise selbst spielen. Bei Steam ist Bioshock tatsächlich noch erhältlich. Sogar alle drei Teile. Ja, und dann Bioshock 2 war ja auch genauso vom Sound her wirklich gut. Ich wünsche wirklich, man könnte die spielen. Aber leider gibt's ja den die Hauptfirma, die das produziert hat, gibt's ja nicht mehr. Leider. Aber wie gesagt, es heißt ja, es soll ein neuer Bioshock-Teil rauskommen. Mal gucken, was da dann passiert. Ich hatte eigentlich gedacht, es würde abgeschlossen sein. Aber vielleicht machen sie da noch was anderes draus. Ich weiß nicht was. Ich könnte mir nicht mal irgendwas denken. Aber wir werden sehen. Mal gucken, was da noch passiert. Ja, und wie gesagt, dann halt zum Schluss Bioshock 3 natürlich. Nein, es heißt ja nicht 3, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich wieder ein Fauxpas habe ich jetzt wieder begangen. Ein Fauxpas! Es heißt ja nicht Bioshock 3, es heißt Bioshock Infinite. Es hat ja keine 3. Und selbst dieses Spiel fand ich auch von der Story her wahnsinnig gut. Die spielt ja dann nicht mehr in Rapture, sondern die spielt dann in den Wolken, in einer Stadt namens Columbia. Diesen Schlenkerer hinzukriegen war auch schon Wahnsinn. Man hat am Anfang nicht so ganz verstanden, wieso jetzt Columbia, die ganze Zeit Rapture und jetzt dann doch was anderes, aber man kriegt es raus. Tatsächlich, man kriegt es raus. Und auch hier, die Soundkulisse ist der helle Wahnsinn, wie ich finde. Es ist alles bis ins kleinste Detail auch ausgearbeitet. Die ganzen... Da gibt's zum Beispiel so ein Volksfest und da sind verschiedene Sachen, die dann gemacht werden und die sind auch irgendwie schön angeordnet. Und dann gibt's da zum Beispiel auch so ein Barbershop-Quartett, was dann singt. Ein Beachboy-Klassiker. Warum das da so ist, das wird man dann noch erfahren. Und es ist schon Wahnsinn. Es ist wirklich genial. Ist ein wirklich toller, wahnsinniger Aufwand. Auch hinter dem Untergrund, naja, ihr wisst, was ich meine, dass es ja auch ein richtiger Aufwand ist, das dann zu spielen, beziehungsweise zum Laufen zu kriegen. Also selbst da waren ja beim dritten Teil, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der rauskam, da war ja schon einiges an Grafik geboten auch, soweit ich weiß. Und soundtechnisch sowieso. Also es ist schon Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich weiß, ich habe jetzt eigentlich im Prinzip wahrscheinlich für manche nichts gesagt und doch geredet. Aber vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen nachempfinden. Und vielleicht könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Generell von solchen Talk-Videos und auch natürlich gerne zu diesem Spiel hier. Ich weiß nicht. Ich mag das Spiel, ich würde es gern selbst spielen, aber es geht leider nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch irgendwie mal was kommt, aber leider ist es halt nun mal nicht machbar. Dafür war es einfach zu früh. Und man kann ja den Spieleentwicklern jetzt auch nicht irgendwie vorwerfen, dass sie etwas mehr gemacht haben, hätten sollen. Weil man muss ja auch immer davon ausgehen, erstens den wirtschaftlichen Teil davon und zweitens nicht jeder Programmierer kennt sich mit Accessibility aus, also Barrierefreiheit, und weiß dann nicht gleich was davon. Die machen ihr Studium und machen dann das, wozu sie eingestellt werden. Da denken die nicht groß drüber nach. Ich meine, es wäre schön, wenn sie es täten. Es wäre wirklich schön, wenn sie es täten, wenn sie davon eher was hören würden. Manche, die jetzt ein Studium in dieser Hinsicht machen, machen ja auch schon so Umfragen, beziehungsweise wollen darüber dann in der Abhandlung oder eben dementsprechend eine Arbeit schreiben. Das finde ich auch wunderbar, finde ich auch klasse. Ich wünschte mir halt einfach nur, dass Spielefirmen auch noch ein bisschen offener mit der Sache umgehen würden und auch mal Leute zu sowas einladen würden, zu einem Test oder zu einem Brainstorming oder wie auch immer, und sei es nur auf digitalem Wege. Aber gut, das
soll jetzt eure Sorge nicht sein. genug gejammert, genug gestottert. Ich hoffe, dieser kleine Abriss, den ich jetzt hier gerade gegeben habe, was Bioshock angeht, hat euch gefallen. Wie gesagt, einfach mal suchen bei YouTube, beziehungsweise dann auch mal, wenn ihr es denn selbst sehen könnt, dann vielleicht mal selber spielen. Kostet nicht mehr viel. Ich glaube, Bioshock 1 kostet bei Steam 19 Euro. Und ich glaube, der zweite Teil war, glaube ich, irgendwas mit 29 Euro. Nee. Ach, irgendwie sowas. Ich glaube, der zweite Teil war auch 19 Euro, der dritte Teil war 29 Euro mit den DLCs. Ja, gut. Das war ein Spiel, was mich fasziniert hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.